Emotionale Antwort ist durch keinen Algorithmus zu ersetzen. Alle Lebewesen brauchen eine emotionale Antwort. Und zwar einfach deswegen, weil sie existieren, deswegen, weil sie atmen, deswegen, weil sie einen Kreislauf, einen Stoffwechsel haben. All das braucht eine gefühlsmäßige Antwort. Braucht eine Gefühlsantwort von dir selbst, als Wesen, das du bist, Mann, Frau, Tier, Blume, egal was, also lebendig. Oder eben die Antwort von anderen Lebewesen, die um dich herum sind. Meinetwegen die Antwort deines Hundes, die Antwort deiner Katze, mit der du bist, die Antwort natürlich anderer Menschen. Das ist das, was uns eigentlich ausmacht, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ständig sind wir mehr oder minder in einem Kokon von emotionalen Antworten. Die können positiv sein, die können negativ sein. Die können freudig sein, die können verletzt sein, die können wütend sein, aber es sind emotionale Antworten. Diese Emotional Response, ich nehme diesen englischen Ausdruck, um es einfach zu globalisieren und damit zum Ausdruck zu bringen, das ist etwas, was uns alle umfasst, alle global gesehen umfasst, ist das Außerordentlichste und Grundlegendste in unserem Leben. Wenn wir keine emotionale Antwort mehr erfahren, vegetieren wir. Dann sind wir nur noch bedingt in einer Existenz, in dieser Existenz, in der wir sind. Und wenn das so weitergeht und gar keine emotionale Antwort mehr geht, dann werden wir sterben, früher oder später, einfach zugrunde gehen. Ganz einfach ist das. Und interessant in der heutigen Zeit, die ja sehr materialistisch ist und damit sehr technizistisch ist und damit programmierbar ist oder programmierbar zu sein scheint, und Programmierung scheint kein Ende zu finden. Alles wird programmiert, alles wird in ein Programm hineingefügt, in einen Algorithmus, in ein mathematisches System von Programmen oder von Programmgrundlagen, von Programmgrundstrukturen, die wir tatsächlich programmieren können oder von denen wir glauben, wir könnten sie programmieren. Und genau das ist das, was schon seit geraumer Zeit stattfindet und mehr stattfindet und unsere Welt und unseren Alltag so erleichtert. Oder es ist wirklich eine Erleichterung, oder wir könnten auch sagen, es entstehen daraus andere Schwierigkeiten, Probleme, Konflikte und all das. Aber es ist etwas, was für uns alle gewohnt ist. Also wenn ich hier sitze und diese Aufnahme mache in diesem Raum hier, dann ist der Algorithmus eine Grundlage für dieses technische Produkt. Es ist ein technisches Produkt, obwohl du meine Lebendigkeit und meine Emotionalität in dieser Ansprache empfindest. Und natürlich da etwas rüberkommt bei dir. Weil ich bin ja ein lebendiger Mensch, der abgebildet wird durch diesen Algorithmus. Achtung, ich betone, ich werde abgebildet durch diesen Algorithmus. Und diese Abbildung kommt bei dir an. Und natürlich erinnert sie dich an andere Menschen, mit denen du tatsächlich eine emotionale Verbundenheit hast, weil sie wahrhaftig da sind, also weil sie wirklich bei dir sind. Und insofern nährt das etwas in dir, auch virtuell zunächst mal, was dich daran erinnert oder was dich wieder zurückführt, eine emotionale Verbundenheit mit dir selber oder mit anderen Menschen haben zu können. Das ist das Interessante und ja, auch das Mögliche. Aber ich selber bin kein Algorithmus und damit eben keine künstliche Intelligenz, und darauf bin ich aus, denn dieser, ja, ist es ein Wahn der Allprogrammierbarkeit, der Algorithmisierung der gesamten Welt, das ist ja der Trend, den wir durchaus beobachten können, der ist vielleicht eine Illusion in der Art, dass er sagte, wir können alles programmieren, dadurch können wir alles steuern, wir können alles vorhersehen, wir können beliebige Dinge programmieren, wir können sie wieder umprogrammieren, wir können sie sogar löschen und wieder was Neues entstehen lassen. Also diese menschliche Macht. Und vielleicht ist es eine Machtanmaßung zu sagen, alles ist möglich in Programmen hineinzubringen und zu schaffen. Und wir schaffen uns dadurch vollkommen neue Welten, um das mal so zum Ausdruck zu bringen.
Aber wie ist das im richtigen Leben, im tatsächlichen Leben, im reellen Leben? Und ich habe immer wieder auch darüber gesprochen, dass es so viele Menschen gibt, die in einer virtuellen Welt scheinbar verschluckt sind oder davon vollkommen aufgehen und sagen, natürlich habe ich Freunde, natürlich habe ich hier Dialogpartner und wir reden und wir sprechen und es sind alles Menschen, die eine Identität haben, aber die Wirklichkeit ist doch die Isolation, die Vereinsamung im Single-Dasein, sich das alles anzuhören, da drin zu sein, beteiligt zu sein, scheinbar 200, 300, 400, 500 Freunde zu haben, aber nicht in Wirklichkeit, nicht in der Realität, sondern eben nur in dieser Art von Isoliertheit und damit Virtualität, die natürlich von der künstlichen Intelligenz oder vom Algorithmus bestimmt ist. Aber im richtigen Leben, in der reellen Begegnung, im Bezugsleben von uns als Menschen gibt es keine Berechnung. Es kann gar keine Berechnung geben, weil Emotionalität sich jeglicher Berechnung widerstrebt und entzieht, sondern Emotionalität ist vielleicht bis zu einem gewissen Grade messbar in vegetativen Größen und in bestimmten Messkonstrukten, also einseitigen Messpunkten, sagen wir mal Messpunkte, das ist vielleicht ein ganz guter Ausdruck dafür, aber die Emotionalität ist nicht berechenbar und damit nicht programmierbar. Also wenn ein Roboter vor dir steht, dann kann das süß sein und faszinierend sein. Und Kinder und besonders Jungs sind sehr fasziniert von irgendwelchen blinkenden Viechern mit LEDs und die sprechen und die quaken und die sprechen so süß und so babyhaft oder Puppen. Und man kann es ja wirklich schön gestalten und es sieht total niedlich aus und es zieht dich sofort an und du denkst ja, das ist es. Aber das Kind, das mit solchem Spielzeug umgeben ist, und davon gibt es viele in der heutigen Zeit, das wird mehr oder minder oder im Laufe der Zeit verkümmern, weil es nicht wirklich eine emotionale Response von einem Lebewesen hat. Denn es ist besser, dem Kind einen Hund zu kaufen oder eine Katze oder ein anderes Lebewesen, damit es eine emotionale Antwort für sein Wesen bekommen kann. Und wir alle brauchen immer wieder diese emotionale Antwort, diese sehr vielfältige emotionale Antwort von anderen Lebewesen und damit eben auch von uns selbst. Also Gefühle, die Verbundenheit zeigen und ausmachen. Ich betone Verbundenheit und Verbundenheit ist letztendlich Liebe, ist Bezug, ist Begehren, all die Möglichkeiten zusammenzukommen, sich auszutauschen und tatsächlich dann in einer wahrhaftigen Kommunikation zu sein. Algorithmen ahmen aber Gefühlswelten nach, indem sie summieren, aber nicht wirklich fühlen, sondern so tun, als ob sie fühlen. Und das ist eine große Illusion, die dann passiert. Du gehst auf sie zu mit einem großen Gefühl der Umarmung. Denk mal wieder an das Kind, das eben diese Puppe, die algorithmisiert ist, umfasst und liebkost und sie für ein Lebewesen hält, das tatsächlich Emotionen hat, aber das Vieh hat keine Emotionen. Es besteht aus Chips. Es besteht aus Roboterarmen, aus Motoren, die da sind und ihr Leben führen. Und das Kind wird früher oder später enttäuscht sein, wenn es nicht wirklich dann die Mutter hat, Geschwister hat, andere Kinder hat, den Vater hat und so weiter, mit dem es tatsächlich im emotionalen Umgang ist. Künstliche Intelligenz ist gefühllos. Und sie wird auch in Zukunft gefühllos sein, weil sich Gefühle nicht einfangen lassen, weil sich Liebe oder das, was wir Liebe nennen und was Liebe ausmacht, nicht programmierbar ist, sich vollkommen entzieht, ein ganz anderes Dasein, eine vollkommen andere Dimension führt, die uns durchdringt als Lebewesen. Das macht unser Leben aus. Das ist der Kern unserer Existenz, diese Liebe, die eigentlich bedingungslos ist und überall in dem Lebendigen, ich betone, in dem Lebendigen und nicht in dem Programmierten vorhanden ist. In jeder Blutader, in jedem Stoffwechsel deines Körpers, egal, alles ist dadurch beseelt und ich nehme mal diesen Ausdruck beseelt sein. Und eine künstliche Intelligenz als Algorithmus, als mathematisches Konstrukt kann niemals beseelt sein. Unter keinen Umständen, denn es ist ja nur ein Programm. Es ist nur 1 und 0. Es ist Strom fließt und Strom fließt nicht. Und insofern ist es eine Abbildungswelt, ein gewisser Entwurf,
so etwas, dass wir so etwas, was wir aufschreiben oder was wir entsprechend abbilden können. Es ist ein Abbild und es kann auch ein sehr schönes Abbild sein und damit ein sehr begehrenswertes Abbild, aber es ist niemals die Gefühlswelt. Und damit die emotionale Antwort, die wir stets brauchen und die wir auch stets selber geben. Wir geben ja emotionale Antworten und die Welt antwortet uns emotional. Wenn künstliche Intelligenz gefühllos ist, dann ist es die Anmaßung, Emotionen technisch machbar werden zu lassen. Und genau das ist die Herausforderung in der heutigen Zeit, diese Grenze zu erkennen und mehr zu erkennen und uns nicht nur auf diese illusionistischen Welten einzulassen, die uns tagtäglich mehr und mehr werden. In jedem Handy, das du begehrst, in jeder Puppe, in jedem Teddy, in dem Roboter, der in Altenheim da ist und seine Tätigkeit macht, meinetwegen die Menschen säubert und wäscht und all diese Geschichten oder ihnen eine Geschichte vorerzählt, aber nicht wirklich eine emotionale Schwingung besteht. Jedes Lebewesen braucht Gefühle, um zu existieren. Grundlegend braucht diese Lebendigkeit. Und wenn es ein Mensch ist, der nur schweigend mit dir ist, der dir in die Augen blickt, oder selbst wenn es ein Mensch ist, der dir nicht in die Augen blickt und schweigt und nicht antworten kann, aber einfach nur im Raum ist, und selbst wenn es ein Mensch ist, der da ist, irgendwo ein paar Zimmer weiter oder ein paar Häuser weiter, von dem du weißt, dass er existiert in diesem bitterkalten Winter. Und der einfach da ist und du ihn ab und zu besuchst. Selbst das würde ausreichen, um eine emotionale Antwort zu haben, die du so dringend für dein Leben brauchst. Unser wirkliches Miteinander, und ich betone das wirkliche Miteinander von allen Lebewesen, die lebendig sind, die biologisch lebendig sind, also das, was Biosphäre ausmacht auf unserem Planeten, ist von Gefühlen durchdrungen. Ich betone, durchdrungen von Gefühlen, die sehr vielseitig sind und die fluktuieren und die auch überspringen können, aber die Lebendigkeit als Response, als Antwort benötigen. Gefühle sind nicht berechenbar. Und insofern gibt es kein Programmieren, sondern es gibt nur dieses Scheinprogrammieren, diese Illusion, ich könnte es tun, so wie Goethes Faust oder irgendwelche. Wie hießen die, bevor es Biochemiker gab und Chemiker, ich weiß den Ausdruck jetzt nicht, also die sich anmaßten, ich kann alles schmieden aus den Ingredienzen, die ich habe und kann daraus etwas machen. Und das bedeutet, wenn wir das so zum Abschluss sinnierend, und wie gesagt, das sind ja alles Gedankenanstöße, die Menschen werden sich letztendlich von der künstlichen Intelligenz abwenden. Oder eben degenerieren, wenn sie dazu führt, dass wir glauben, dass das Emotionalität ist und dass wir Emotionalität durch eine reine Programmierung ersetzen können. Die Menschen werden immer mehr verkümmern, sie werden immer mehr gestört werden, geradezu degeneriert werden. Und ich habe manchmal den Eindruck bei manchen Menschen, sie sind schon so deformiert durch diese einseitigen Welten, dass sie überhaupt nicht mehr begreifen, was passiert. Und umso wichtiger ist es, immer wieder anzusprechen und sich darüber Gedanken zu machen und in der eigenen Lebendigkeit dazu Stellung zu nehmen und eben zu entscheiden, was möchte ich in meinem Leben tun und was möchte ich nicht tun, welchen Dingen möchte ich mich hingeben und welchen nicht. Und insofern können wir sagen, emotionale Antwort ist durch keinen Algorithmus zu ersetzen.